Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick frei zockt Landwirtschaftssimulator 2013. Irgendwie bin ich gerade hier ein bisschen orientierungslos. Ach genau, da müssen wir hin. So, machen wir das Meme an und geben mal Vollgas hier. Das Mähwerk ist eingeschaltet und wir sammeln das Gras auf. Und geben hier Vollgas über dieses kleine Rasenstück, was die bösen Campingplatzbesucher hier bedroht. Das müssen wir natürlich verhindern. Wäre ja dramatisch, wenn die Grashalme die armen Camper fressen würden. Ja, das wäre mal ein Horrorszenario, oder? Das wäre doch mal ein Spiel. Slender, geschissen auf Slender. Stellt euch mal vor, die Wiese frisst Menschen, ne? Ihr müsst über eine Wiese laufen und wisst nicht, wo der Grashalm ist, der Menschen frisst. Das wäre doch mal ein Spielkonzept. Ganz YouTube spielt übrigens Slender. Das habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Was ist denn das? Ist das neue Minecraft oder so? Keine Ahnung. Ich kann weder mit dem einen was anfangen als Let's Play noch mit dem anderen. Wobei, ich muss dazu sagen, Gronkhs Minecraft gucke ich. Aber nur, weil es Gronkh ist. Und Quacksify. Quacksifys Minecraft gucke ich auch. Und das aber nur, weil er Quacksify ist. Ja, muss ich auch mal erwähnen. Quacksify. Der Junge, der hat Kultstatus bei mir. Ich finde, vor allem fand ich cool sein, wie hieß das Ding? TTS, glaube ich. Tauschen. Oder Trade to Survival, genau. Das war ein geiles Konzept. Ach, das habe ich gern geguckt. Aber irgendwie hat er momentan, glaube ich, weniger Zeit. Ich muss ihn mal anschreiben. Also, nee, ich habe ihn mal angeschrieben. Ich habe noch keine Antwort. Also gehe ich von außen, er hat gerade keine Zeit und ist viel unterwegs. So, wie sieht's denn aus hier? Gib mal Gas. Meh. Können wir nicht einfach unsere Schafe hier runterbringen, dass die das wegfressen permanent? Dann können uns doch die Campingplatzbetreiber einfach die Kohle überweisen fürs Abmähen. Hm? Missionen annehmen, Schafe fressen es weg. Ich meine, bei den Kaugeräuschen, die der da oben gemacht hat, brauchen wir zwei Schafe und die fressen hier alles. Jawohl. Ist nicht eingezäunt, rennen sie vielleicht weg. Am Schluss fressen die Schafe noch die Campingplatzbesucher. Angriff der Monsterschafe oder irgendwie sowas. Das wäre auch ein Horrorspiel. Ja, wenn man so Themen-Horrorspiele macht, muss man ja auch immer damit leben, dass man eine Phobie auslöst, ne? Stell dir mal vor, es gibt da irgendwie so einen Horrorfilm, wo Schafe Menschen fressen. Und das sieht irgendwie ein Kind und weiß das nicht einzuschätzen und irgendwann sieht Schafe auf dem Feld stehen. Man hat das so eine Phobie vor den Schafen, weil es Angst hat, dass die Schafe es fressen würden oder so. Ja, generell ist es ja sowieso. Also wir Menschen, wir sind ja ganz lustige Gesellen. Wir wissen ja gar nichts, wenn wir auf die Welt kommen. Wenn Mama und Papa uns nicht sagen, dass Mama und Papa sind, ja, ich meine, ihr wisst das. Wir denken immer alle, das ist Sprachtraining, aber in Wirklichkeit wollen die dem Kind nichts anderes klar machen, wie ich bin deine Mama, ich bin dein Papa, wenn die da sagen, Mama. Mama, Papa, ja. Weil das Kind weiß das nicht. Jetzt höre ich es vielleicht blöd an, aber das Kind weiß das wirklich nicht. Das kommt auf die Welt und weiß nicht, ob das Mama oder Papa ist. Das Kind kommt auf die Welt und sagt, jo, super Sache. Die geben mir Essen. Die sind cool. So, da haben wir es wieder geschafft. Ich erzähle hier aber auch einen Stuss, während ich da immer Rasen mähe. Aber wir brauchen die Kohle. Es hört sich blöd an, aber wir brauchen die Kohle. So, rückwärts anfahren und dann leeren wir das Zeug aus. Mal gucken, was uns das bringt. Wahrscheinlich nicht viel. Das dauert ja ewig. Leeren wir schneller. Tja, immerhin. Ein paar hundert Euro sind's. Lieber nochmal als Bonus oben drauf kriegen.
Ja, es ist schon lustig, ne? Wenn so ein Kind auf die Welt kommt, das weiß gar nichts von einem eigentlich. Und bei den Leuten, wo es groß wird, da meinst, das sind die Eltern. Deshalb funktioniert ja auch Adoptieren. Weil das Kind kennt den Unterschied nicht. Ne? Wenn das liebe Menschen sind, die sich um das Kind kümmern, und dann heißt, ja, das ist Mama, das ist Papa, fertig. Deshalb funktioniert das ja. Auf der einen Seite ist das cool, auf der anderen Seite ist es aber auch erschreckend. So, ist der fertig? Der ist fertig, der ist fertig. Anmachen. Schnell darüber fahren. Nächstes Feld. Dass wir endlich wieder zum Zeitbeschleunigen kommen, um dann letztendlich hinzugehen und dann mal hier wieder Felder abbauen zu können. Aber das sieht irgendwie, das sieht aus, als wäre das hier noch nicht gedüngt. Ich glaube, wir müssen hier mal runterfahren und müssen die Felder mal düngen. So, und auch hier fahre ich mal schräg an, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach der Meinung bin, dass das cool kommt, dass der das mal richtig hier umflügt, dass da auch alles mit abgedeckt ist. Was sind das hier schon wieder? Profi-Hopper, Golfplatz. Sind wieder die armen Golfspieler bedroht? Von zu hohem Gras, ja. Und wann düngen wir? Ich glaube, wir müssen das bald. Was auf der Südseite vom. Müssen wir da hinterfahren? Ich glaube, ich kann bald die Mission wieder hochstellen. Ich meine, wir haben ja den Bankrott von uns, die Pleite, die haben wir ja abgewehrt. Ich glaube, bald kann ich die Mission wieder hochstellen auf 5 bis 10 Minuten oder vielleicht sogar 20 Minuten. Wir haben ja das finanzielle Desaster noch verhindern können. Immerhin, ja. Gewusst wie und ohne Cheaten. Da lege ich Wert drauf. Immer ohne Cheaten. Ich meine, klar, jeder bezahlt Geld für das Spiel, der das Spiel haben will. Also jeder, der Geld bezahlt hat für das Spiel, weil er es haben will, der kann es natürlich spielen, wie er will. Also wenn da irgendeiner der Meinung ist, er braucht einen Geldmod, wo er dreimal auf den Knopf drückt und hat 3 Millionen, dann, ja, dann ist das halt so. Ich meine, der hat ja das Recht, das Spiel so zu spielen. Ich will es ihm ja nicht verbieten. Nicht, dass wir das jetzt falsch verstehen, nur ich würde es halt im Let's Play nicht machen. Sagen wir es einfach mal so. Also, ich will ja zeigen, wie das Spiel ist, wenn man es hat. Und nicht die Leute schockieren, weil die dann vielleicht irgendwann anfangen und sagen, ich habe es mir gekauft, ich habe dann Let's Play geguckt und ja, jetzt habe ich kein Geld, kann mir keinen Traktor leisten und jetzt ist alles scheiße, alles schlecht. Weil ich will hier auch die großen Traktoren fahren und habe keine Ahnung wie. Das ist immer so eine Sache, so eine Gratwanderung, sag ich mal. Das ist auch ein Grund, warum ich die Spiele eigentlich ungern modde. Weil ich eigentlich schon ganz gern das zeigen will, was die Leute kriegen, wenn sie in den Laden gehen und das Spiel kaufen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, früher, wenn ich Let's Plays geguckt habe, ich dachte immer, das ist so ein geiles Spiel, das ist ja so ein geiles Spiel, das ist ja, wow, ist das so ein geiles Spiel. Dann bin ich in den Laden und hab's gekauft. Und dann kam ich heim, hab's installiert und dann war der so ein beschissenes Spiel, weil ich natürlich die Mods nicht hatte, die der Let's Player hatte, als er es gespielt hat. Und dann geht's natürlich los. Dann fängt man an und sucht und macht und tut. Und dann kriegt man die Mods nicht installiert. Und dann dreht man am Rädchen und sagt, das gibt's doch nicht. Und irgendwann hat man das Ding total entnervt irgendwo in die Ecke gefeuert. Und das ist der Grund, warum ich irgendwann so für mich beschlossen habe, am besten ist, du spielst die Spiele einfach ohne Mod. Ja, dann jeder, der dir zuguckt, der weiß dann, was er kriegt im Laden, wenn er es kauft. Ich weiß nur, was ich bald krieg. Ich bin bald grasblind oder so. Ich glaube, wenn wir uns einigermaßen saniert haben, war das hier dann mal das Letzte. Ich meine, also wenn wir die Mission hier schaffen, da kriegen wir ja auch Kohle. Und dann haben wir uns eigentlich saniert. Und ich glaube, das war dann die letzte Mission, die wir erstmal machen, weil das ist ja ein Krampf. Ich meine, ich will jetzt mal meinen Hof fertig bringen, damit das alles wächst. Und dann machen wir mit dem Hof eh so viel Geld, dass wir wahrscheinlich nie wieder Missionen machen müssen. Weil die Dinger, die fangen schon nach einer Zeit an, so ein bisschen zu nerven. Also so grasblind kann man da schon werden. Also so grüne Sachen und so. Ich habe schon überlegt, ob ich grüne Thumbnails machen soll. Ja, Grasblend halt, ne?
Andere Leute behaupten ja, sie werden von meinem Hintergrund, meinen Thumbnails und von meinem Avatar blind. Aber ich finde es cool irgendwie. Ja, wie bin ich eigentlich, das ist auch so eine Frage, die ich häufig gestellt kriege, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, einen orangenen Hintergrund zu machen, einen orangenen Avatar zu machen, ohne dass ich da noch was reinknall, und wie bin ich auf die tollen Thumbnails gekommen, die ich jetzt demnächst auf meine Videos klatsch. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ja, ich habe irgendwann hier gesessen und habe mir überlegt, dass ich den YouTube-Kanal aufmache und dass ich Let's Plays mache. So, und weißer Hintergrund, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, weißer Hintergrund war scheiße. Und dann habe ich gedacht, du könntest mal irgendwie, also so irgendwie, könntest du mal hingehen und könntest mal irgendeine Farbe wählen. Einfarbig, erstmal so für den Anfang. Bis du mal so einen tollen Hintergrund hast. Und an dem Tag hatte ich ein orangenes T-Shirt an, da habe ich gedacht, oh cool, orangenes T-Shirt, orangene Farbe, ist eigentlich eine warme Farbe, ist eine coole Farbe, gefällt mir die Farbe. Gehe ich doch einfach mal hin und mache mal einen orangenen Hintergrund. So, dann hatte ich dann gedacht, okay, mache ich mir einen Avatar mit einem orangenen Hintergrund. Das passt ja dann zum Hintergrund vom Kanal. Und dann habe ich mit meinem Let's Play-Freund Tom geredet und dann hat Tom gemeint, er kann diese Manga-Gesichter nicht mehr sehen. Da habe ich gesagt, ja eigentlich gebe ich ihm da recht, ich kann die ja eigentlich auch nicht mehr sehen. Und dann hat Tom gemeint so, mach's doch weg. Dann sage ich, ja, habe ich ja nur noch einen orangen Hintergrund. Und dann haben wir beide gelacht und dann hat er gesagt, ja mach doch, nur ein orangener Hintergrund, ist doch mal was anderes. Ja, und so bin ich zu meinem orangen Hintergrund gekommen und zu meinem orangen Avatar gekommen. Und weil ich das jetzt alles schon habe, habe ich gedacht, mache ich auch orangene Thumbnails, ne? Man ist ja kreativ. Man hat ja tausend Ideen im Kopf und wählt dann den einfachsten Weg. Ist ja normal für uns Menschen. Wenn wir die Wahl haben zwischen einem schweren Weg und einem leichten Weg, nehmen wir immer einen leichten Weg. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wenn der schwere Weg mehr Spaß macht, geht man auch gar einen schweren Weg. Ich sag dazu nur 3 Videos am Tag. Hat mir Spaß gemacht. War aber ein verdammt schwerer Weg und irgendwann nicht mehr realisierbar. Und mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hier den Landwirtschaftssimulator unterbringen soll. Ich habe keine Ahnung. Mein Konzept sieht ja eigentlich anders aus, aber ich kann schon nachvollziehen, dass ihr da so ein bisschen Probleme mit habt mit meinem neuen Konzept, weil keiner weiß, was ihn erwartet und jeder wartet nur auf das, was er gerne guckt. Und ich habe ja auch die ganze Zeit sozusagen den Fehler gemacht und habe euch alles permanent gezeigt, was ihr gucken wollt. Was dazu führt, dass ihr euch dran gewöhnt habt und ist ja ein Eigentor sozusagen von mir gewesen. Dass ich da 3 Videos am Tag rausgeballert habe. Mit 2 wäre es ja auch gegangen. Ja? Dann hätte ich halt nur Sachen nicht mehr so regelmäßig bringen können, wie ich das jetzt tue oder wie ich das getan habe. Und das war auch so im Prinzip so der Schritt, wo ich gesagt habe, wie gehe ich das am besten an? Und dann habe ich gesagt, ich mache Chaos. Der beste Weg ist immer der Weg des Chaos. Einfach mal nur freischalten, was man hat. Und so abends entscheiden, morgen könnte man das kommen. Das ist der Weg des Chaos. Ablehnen. So, und ganz im Ernst, wir haben jetzt 30.000. Jetzt fangen die Missionen an zu nerven. Jetzt machen wir die mal auf alle 20 Minuten. Und dann weiterspielen. Dann passt das schon. So, wir brauchen jetzt ganz dringend, brauchen wir jetzt hier Dünger. Weil da unten die Felder, die sind nicht gedüngt. Die können wir so nicht wachsen lassen. Und ich bin sogar am Überlegen, ob wir über einen Kartoffelacker drüber fahren sollen. Ich glaube, wir versuchen das einfach mal, ob der überhaupt gedüngt wird, wenn ich da drüber fahre. Das ist nämlich die nächste interessante Frage. Ich glaube nämlich, der ist gedüngt. Ja, so kann man sich täuschen, der ist nicht gedüngt. Ja, dann müssen wir den jetzt erstmal düngen. Gibt auch einen Spaß. Dass wir hier natürlich noch mehr Ertrag rauskriegen, ist ja logisch. Ich will ja viel Ertrag, denn viel Ertrag bedeutet viel Geld und viel Geld bedeutet, wir können schneller neue Maschinen kaufen und das Let's Play hier kriegt mal ein bisschen Beschleunigung. Ich meine, die Feldarbeit ist auf Dauer ein bisschen öde. Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich so manche Feldarbeitsgeschichten einfach in Zukunft offscreen machen soll.
Würde mich mal interessieren, ob euch das überhaupt interessiert, hier zuzugucken, wie ich da das Feld dünge. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ihr wisst ja langsam, wie ich es mache. Ja, das ist halt alles so eine Sache. Immer mit diesen Let's Plays. Das habe ich schon wieder einen Faden verloren, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Ach, ich glaube mit den Videos. Ja, ich habe momentan halt diese kreative Phase, wo ich sage, ich weiß selbst abends manchmal noch nicht, weil ich am nächsten Tag freischalte. Dann gucke ich immer, was habe ich an Videos und irgendwas davon schalte ich dann frei. Es ist so ein bisschen Abenteuer. Das Einzige, was momentan regelmäßig kommt, ist Fußballmanager. Und das hat auch seinen Grund. Fußballmanager ist ja mehr oder weniger das Projekt, wo ich sage, wow, da geht ganz gut. Wobei, da wird mir immer häufiger vorgeworfen, dass ich ja keine Ahnung habe von Fußball. Aber so ist das eben, ne? FIFA müsste ich auch mal wieder aufnehmen, fällt mir gerade ein. Ich glaube nach Landwirtschaftssimulator nehme ich heute mal FIFA auf. Da habe ich mal Bock drauf, FIFA. Ja, das ist auch sowas. Also ich nehme momentan unheimlich viele Videos auf. Also ich habe noch nie so viele Videos aufgenommen wie zurzeit und es macht mir so einen Spaß. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es macht mir so einen Spaß, weil ich keinen Druck habe, irgendwas aufnehmen zu müssen für den nächsten Tag. Nee, das fluppt hier einfach so runter, weil ich einfach Bock drauf habe aufzunehmen. Und ich kann aufnehmen. Und weil ich ja selber noch nicht weiß, weil ich morgen freischalte, spielt es auch keine Rolle, was ich aufnehme. Herrlich. So völlig ohne Stress. Die Frage ist nur, wie kommt denn das bei euch an? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, findet ihr es eigentlich okay? Also ich meine, ihr seht ja jetzt das Spiel, was ihr sehen wollt, seht ihr ja weiterhin. Halt nicht mal jeden zweiten oder jeden dritten Tag, sondern halt irgendwann. Dann vielleicht aber auch mal alle zwei Tage oder sogar jeden Tag. Je nachdem, was ich gerade freigeschaltet habe oder was ich gerade da habe. Das ist halt alles bei mir momentan so ein bisschen... Ich will mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, das im Februar mal durchzuziehen, um mal zu gucken, wie das so ist. Bin da echt mal gespannt. Und dann überlege ich mir was, wie wir das im März weitermachen. Aber jetzt, ich habe auch so viel zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also durch diese Kanalumstellung auf Partnerstatus, dadurch, dass ich dem Netzwerk dabei getreten bin, ey, was ich zu tun habe, das ist ja nicht mehr normal. Ich habe das nie gedacht, dass das so viel Arbeit ist da im Hintergrund. So langsam kriege ich Mitleid mit Gronkh und bewundere Pete Smith, weil ja, die haben 6 Leute. Da kann man sich das schön aufteilen. Da hat man viel Freizeit und trotzdem 12 Videos am Tag oben. Das ist nicht mehr normal, was die Jungs da machen. Ich war ja fast schon mal am Überlegen, ob ich einen Community-Kanal aufmachen soll. Für einen so mehrere gute Let's Player machen gemeinsam einen Kanal auf oder so. Aber ganz im Ernst, da muss ich das machen, was die wollen. Ich weiß halt auch nicht. Es ist halt alles so eine Sache. Also momentan bin ich so, also ich liebe gerade meine Freiheit. Meine Freiheit, nicht zu wissen, was ich morgen freischalte, die liebe ich ohne Ende. Weil, wie gesagt, das nimmt mir mal so den Druck, den ich so in den letzten 1-2 Monaten verspürt habe. Da hatte ich echt so den Druck. Ich habe hier ohne Witz, ich habe hier einen Plan gemacht, wo ich mir aufgeschrieben habe, was brauche ich am nächsten Tag, was am übernächsten Tag. Und dann habe ich 3 Folgen querbeet von irgendwas aufgenommen. Und Leute, es ist viel leichter, sich hier hinzusetzen. Und wirklich zu sagen, ich nehme jetzt mal 3 Folgen von Spiel A auf, oder 4 Folgen, als permanentes Spiel zu wechseln, um irgendwie noch die Aufnahmen hinzukriegen, die man braucht für den nächsten Tag. Da geht Zeit flöten. Das soll man nicht glauben, was da für eine Zeit flöten geht. Da dauert die Produktion von so einem 25 Minuten Part. Die dauert, wenn man das Spiel wechselt, 40 Minuten. Also nur das Aufnehmen wohlgemerkt. Ich rede von nichts anderem wie nur vom Aufnehmen. Das Rendern und das Rendern und Hochladen, das ist ja nochmal was anderes.
Das verstehen auch viele nicht, dass während ich render, kann ich eigentlich so gut wie nichts aufnehmen. Das ist einfach so. Weil dann ist einfach der Rechner, dann leckt das Spiel und die Aufnahmen belastet ja meistens schon das Spiel. Ich fahre einfach mal hier durchs Grüne. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich einfach mal durchs Grüne fahre und hier quer über den Acker, den wir als nächstes kaufen wollen. Feld 17 und 20 sind auch cool. Zumindest sind sie cool für unseren Hof, weil sie eben in der Nähe vom Hof liegen. So, dann machen wir hier die mal. Ja, das hatten wir auch noch nicht gedüngt. Jetzt müssen wir alles düngen. Das ist wichtig. Ohne Düngen kommt da kein Ertrag raus. Und wir brauchen Ertrag, Ertrag, Ertrag. Oder wie ich so schön geschrieben habe im Omerta Let's Play, Kohle, Kohle, Kohle. Aber das brauchen wir in fast jedem Spiel, was ich spiele, habe ich so einen Eindruck. Also außer in den Sportspielen, wo es halt nicht um Kohle geht, sondern wo es einfach darum geht, Formel 1 zu fahren oder Fußball zu kicken. Aber in allen anderen war er nicht nur nur dem Geld hinterher. Ist ja schon schlimmer wie die Realität. So, wie schaut's aus? Ja, wir düngen einfach mal. Chaos. Bei mir herrscht momentan Chaos. Chaoszeit ist momentan nicht Freizeit. Hört sich blöd an, aber... Ich bin mal gespannt. Irgendwann habe ich den Punkt erreicht, wo ich wieder regelmäßig irgendwie was freischalte, weil ich einfach so viel vorproduziert habe, so viel auf Lager habe, dass ich es mir wieder erlauben kann. Es war eine coole Zeit, so täglich zu produzieren, direkt im Video auf eure Kommentare eingehen zu können, aber ganz im Ernst, das macht es nicht lang. Als Let's Player macht man das einfach nicht lang. Wer das mit so vielen Projekten, wie ich sie zurzeit habe, durchhalten will, der geht ein. Das ist ein Ding, das schaffst du gar nicht. Ich habe die Tage von Gronkh ein Video geguckt, da haben auch Leute ihm Sachen drunter geschrieben, wo ich dann nur denke, boah, Mann, wie kann man das da drunter schreiben? Wie kann man sowas unter ein Video schreiben? Da ist jemand, der macht sich eine Heidenarbeit. Cool, der verdient auch ein Heidengeld damit. Aber im Prinzip, er macht es ja nicht wegen Geld, er macht es wegen der Heidenarbeit. Und aus Spaß an der Freude. Und er hat ja eine Zeit lang, hat ja Gronkh überhaupt kein Geld damit verdient. Also da hat es ja auch aus dem Spaß angefangen. Ich mache Let's Plays auch, weil es Spaß macht. Ja, ich mache das auch nicht wegen der Kohle. Nur der Spaß geht irgendwann flöten, wenn du produzieren musst, auf Teufel komm raus produzieren musst. Ey. Dann macht es irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das müsst ihr euch mal, müsst ihr mal spaßhalber machen. Geht einfach mal hin, macht einen Kanal, wenn ihr noch keinen habt, und fangt mal an, Let's Play aufzunehmen. Versucht einfach mal täglich eine Folge von 20 Minuten zu irgendeinem Spiel rauszubringen. Und wenn das funktioniert, geht mal hin und macht eine Woche lang 3 Folgen am Tag. Und das mit einer DSL 16.000 Leitung und einem Rechner, der sogar einigermaßen flott rendert. Und nebenbei geht ihr am besten noch zur Schule, und wenn ihr aus der Schule heimkommt, macht ihr am besten noch 4 Stunden Haushalt mit euren Eltern zusammen. Ja, helft ihr eurer Mutter oder so beim Haushalt. Und danach habt ihr dann die Zeit und könnt euch hinsetzen und könnt aufnehmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange ihr da Spaß dran habt. Komm, ab. Hallo. Warum macht denn der Düngestreuer nicht mehr an? Ach, falsche Taste gedrückt. Drückt die ganze Zeit N. Das war aber echt grandios, ja. Hat sich tatsächlich einer bei Gronkh beschwert, dass Gronkh nur 15 Minuten Parts macht. Das ist mutig. So.
Ne, der Grund, warum ich die Videos so ein bisschen zurückfahren wollte, hat ja auch noch einen anderen Grund. Ich will ja auch viel mehr mit euch gemeinsam irgendwie mal Zeit verbringen. Hört sich jetzt im ersten Moment blöd an, weil ich ja noch nie Zeit mit euch verbracht habe, weil ich ja nie Zeit habe, um Zeit mit euch zu verbringen. Aber ich will jetzt demnächst da mal dran arbeiten, dass ich es irgendwie hinkriege, dass meine Firewall mich mal FIFA zocken lässt. Das wäre super. Dann könnte ich nämlich FIFA mal online spielen. Dann könnte ich mit dem einen oder anderen von euch mal FIFA online spielen. Da könnte man mal so einen kleinen Wettbewerb machen. So, keine Ahnung. Wer irgendwas Tolles macht, der kommt in eine Verlosung. Und der, der die Verlosung gewinnt, der darf damit mit FIFA spielen. Anders geht's leider nicht. Ich meine, ich würde es gern anders machen. Aber wenn ich heute sage, wer hat Bock mit mir FIFA zu spielen, dann sprengt es mir meinen Kanal. Also ohne Witz, dann sprengt mir das Postfach. Da. Da muss man sich schon was einfallen lassen, wie man das Ganze dann gerecht macht. Wenn am Schluss nur einer teilnimmt, ja, dann spielt man halt mit dem einen. Aber wenn am Schluss dann 200 Leute teilnehmen, dann muss man eine gerechte Auswahl fällen. Ich kann nicht mit 200 Leuten gleichzeitig FIFA spielen. Das geht ja nicht. Ich müsste überhaupt mal gucken, welche Spiele überhaupt rauskommen, welche ich im Multiplayer spielen kann. Ich glaube, Formel 1 könnte ich auch mal gucken, ob ich das irgendwie im Multiplayer hinkriege. Ah, ich fahre einfach übers Feld. Wurscht jetzt. Mist. Da läuft die Stoppuhr und ich mache mir da so meine Gedanken zu und vergesse die Stoppuhr im Auge zu behalten. Ja, und deshalb sage ich jetzt an der Stelle auch mal, bin mal gespannt, was alles schon von dem umgesetzt ist, was ich hier in dem Let's Play erzählt habe. Und sage jetzt einfach hier an der Stelle mal, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Also mir macht es momentan Spaß, das Spiel zu spielen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, zuzugucken. Und ihr könnt mir ja mal... keine Ahnung. Ich bin gerade am Überlegen. Ich wollte gerade eben noch was sagen, was ihr mir in die Kommentare schreiben könnt. Aber jetzt ist mir gerade wieder entfallen, was ich da eigentlich sagen wollte. Also lasst es einfach. Ich bin gerade so dermaßen durch den Wind und so neben der Spur, dass ich einfach sage... Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Klickt wieder rein, wenn es wieder heißt Nick Freizockt Landwirtschaftssimulator 2013. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.